Mit 40 Jahren. Ex-Dynamo Dresden-Star Pavel Pergel ist tot. Die Fußballwelt trauert. 40, der Ex-Verteidiger des 1953 gegründeten Vereins Dynamo Dresden, ist gestorben und das im Alter von nur 40 Jahren. Wie die tschechische Tageszeitung Blesk berichtete, soll er sich am 1. Mai in seinem Wahlheimatort Magdeburg das Leben genommen haben. Warum der gebürtige Tscheche das getan hat, ist der Öffentlichkeit derzeit noch nicht bekannt. Die Nachricht über seinen Selbstmord am letzten Dienstag erschütterte alle Fußballfans weltweit. Wie Bild berichtete, soll er in seinem deutschen Zuhause in Sachsen-Anhalt tot aufgefunden worden sein. Bei Facebook meldete sich sein ehemaliger Verein Sparta Prag bereits zu Wort. Uns hat eine tragische Neuigkeit erreicht. Hat sein Sparta-Trikot bereits im Alter von 10 Jahren getragen und insgesamt 68 Spiele in der ersten Mannschaft gespielt. Ruhe in Frieden, lauteten die emotionalen Zeilen. Zu seinen Lebzeiten hatte er eine beachtliche Kicker-Karriere hingelegt. 2005 wurde er mit dem Verein Sparta Prag Landesmeister. Ab 2010 spielte er 3 Saisons für die AC Bellinzona in der Schweiz, bevor er 2014 schließlich zur Super League aufstieg. Seine Laufbahn hatte der Profi im letzten Jahr beendet. Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmordgedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. www.telefonseelsorge.de. Unter der kostenlosen Hotline 0800 111 01 11 oder 0800 111 02 22 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.